Da sind wir ja schon. Jetzt war ich ein bisschen überrascht. Warte mal. So, überall auf der Leute. Freitag. Warte noch mal, eine Sekunde zurückspulen. Überall auf der Welt gibt es ja Leute, die sind ein bisschen spezieller, ein bisschen durchgeknallter, ein bisschen verrückter. Und diese Themen haben wir jetzt. Was machst du? Ich suche das perfekte Licht. Oh, ich glaube, das ist da. Das ist geil. Ich glaube, ich habe es gefunden. Hast du? Wo ist ja, es? Ja, guck mal hier. Da ist das perfekte Licht. Wow, oh, oh mein Gott, das sieht so schön aus. So, pass auf, guck mal, was ich da noch gefunden habe. Auch im perfekten Licht. Warte mal. Oh. Ich habe einen Kopf davor, wenn man in die Sonne guckt. Ein rätselhaftes Video bringt gerade den Buckingham Palace in Erklärungsnot. Darauf zu sehen ist dieser nackte Mann hier, wie er gerade versucht, an einem Bettlaken aus dem Fenster zu klettern. Ja, hat die Queen es wieder krachen lassen, ne? Nein, aber jetzt wird spekuliert. Geil. Und deswegen rufen Sie jetzt an? Oh, yeah. Sag das doch mal. Geil. Geil. Haben Sie schon mal nackt Brötchen gebacken? Hm? Oder waren Sie schon mal nackt im Kino? Wie? Ist nichts für Sie? Also für mich schon. Ich gehe aber auch sehr, sehr gerne in die Sauna, muss ich sagen. So, jetzt bloß nicht versprechen, ne? So, jetzt kommen nämlich die wichtigsten Meldungen von der Welt. Aus der Welt! Verdammte Hacke! Alter, hey, was ist denn da los? Krass. Gleich wird's toll. Bis gleich. Aha, der Payment weiß anscheinend, was Frauen wollen. Das weiß ich auch. Okay. Haben wir wieder was gelernt, ne? Mhm. Warum waschen? Gibt doch Rasierschaum. So. Sauerei. Also ich benutze jetzt nur noch Männerrasierer. Hör mal, pass mal auf. Dafür zahlen wir die Kinokarten, wir zahlen das Essen und so weiter, die Schüchen und so weiter. Das gleicht sich im Leben alles aus. Oh. So. Wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema. Da gucken wir nämlich jetzt mal drüber. Fass mich bitte nicht an. So. Ein Gewinner kann sich in dieser Woche über das alles hier freuen. Warte mal, der Punkt muss doch hier unten sein. Oh. Claudia, ne, noch einmal und kannst du Papiere holen. So, pass auf. Und das war der Grund, warum wir so ein bisschen tiefer in ihn hineingeschaut haben jetzt. In ihn hineingeschaut. Ja, haben wir. Ich hoffe nicht so tief wie. Bitte schön. Du denkst dir was anderes wie. Ja, wie sie das gemacht hat, warum sie das gemacht hat. Wo bleibt der Apfelkuchen? Bitte schön. Habe ich ja früher nie gemacht. Party. Ja, ich habe immer schön Hausaufgaben gemacht, Blockflöte gespielt. Ja, ja. Habe ich dir nicht, Daniel. Brother from another mother. Simba Mbule. Machen wir weiter, oder? Ja, machen wir weiter. Ja. Ah, ist ja wieder schön, mein Kind zu sein. Da mache ich mir irgendwie bei dir überhaupt keine Sorgen. Ne? Aber für alle anderen unter uns gibt es ab sofort Toben Ü18. Ja, dabei tummeln die kleinen Kinder auf großen Klettergerüsten. Andersrum. Auf Bobbycars. Das sieht aber schön aus. Ich bin abgelenkt. So. So, wir hoffen, Sie brechen gleich auch in Tränen aus, wenn Sie das hier gewinnen. Wie kann man sich eigentlich bei Menschen beliebt machen? Indem man einfach mal schön die Klappe hält. Oder auch eine Packung Merci, Toblerone ist aber auch schön. Oder auch mit Geschenken. Das so, jetzt gibt's Handtaschen, die aussehen wie Milchtüten. Ha? Was hast du gesagt? Handtaschen? Das ist gemein. Ach komm, ja, es war doch nur Spaß. Milchtüten, okay. Dann habe ich Schuhe aus Papier. Und Piercings für die Haare. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich es miteinander gemacht. Jetzt kommt der Tough-Trend. Entschuldigung. Simba Bebule. Das ist auch so eine afrikanische Jawohl, so sieht das aus. Und gleich, ne, da gibt es bei uns Party oder Pleite. Dranbleiben. Das ist schön. Schön finde ich Urlaub zum Beispiel. Verrückt, ne? Ja. Dranbleiben und mitmachen und sowieso bis gleich. Krass, kannst du schnell reden. Ja. Ja, guck selber. Das verstehe ich nicht. Ist so. Geil, ich freue mich schon auf das neue Alufoliengefühl zu Hause. Du auch. So, komm. Ja, wir starten mit dem Spektakel des Tages. Natürlich war es die Sonnenfinsternis über Deutschland. Also die Heidi, das ist schon lecker schön. Wie alt ist die eigentlich? Über 40? Wahnsinn. Ich glaube ja. Super. So hot. Ja, sie ist aber auch hot. Das hier hinter uns ist Erin Heatherton. Hast du mich da Nee, du bist auch hot. Du bist auch. Wir bleiben an diesem Fall dran. Auf jeden Fall. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. So ein altes Sprichwort aus Ghana. Ach, du hast den Witz nicht verstanden. Ist egal, komm, mach mal weiter. Ich habe blonde Haare, ich verstehe das nicht. Der hat 20 wunderschöne Ladies um sich. Wie hat er das gemacht? Geil. Das zeigen wir Ihnen jetzt. Ja, was haben wir in diesem Jahr nicht schon alles gefeiert? 10 Jahre YouTube. Seit 10 Jahren bin ich kein Bettnässer mehr. Aber heute geht es um eine andere magische 10. Bitte schön. Das charmanteste Gesicht der Boulevardgeschichte feiert 10-jähriges Taffileum. Eine Erfolgsgeschichte, die so brav begann.
Wir sind das neue Team, freuen uns, dass Sie dabei sind. Und das hier sind unsere Themen. 1335 TAF-Sendungen. Hat Anne heute auf dem Buckel. Ein Dauerbrenner, diese Schnitte von ProSieben. Die Helene Fischer des Boulevardfernsehens gibt immer eine gute Figur ab und beweist, wo nötig, auch Zehenspitzengefühl. Im Gegensatz zu manch frechen Kollegen. So, und jetzt gibt's für Sie was komplett Faltenfreies. Kannst du mal ganz kurz zur Seite gehen? Jawohl! Okay. 10 Jahre Anne! Und klar, natürlich, hier Blumenschrauben. Ey, das ist ja wie bei Lektas. Und ganz ehrlich, hier 10 Jahre, aber du wirst immer hübscher. Das ist echt toll. Und uns beide? Und du bleibst auch noch ein und bisschen, uns oder? Uns beide kriegt ihr nur mit dem Rollstuhl raus. Das sag so, ich euch, ja? Wir pflanzen uns hier ein, oder? Toll, 10 Jahre. Danke. Kompliment. Im deutschen Fernsehen, das ist nicht so einfach. Super. Danke euch vor allen Dingen, dass ihr es so lange mit uns ausgehalten habt. Bis morgen! Tschüss! Sie haben gewonnen! Herzlichen Glückwunsch! 2000 Euro morgen auf der Konto! Du brauchst Kohle. Kohle? Nee, ich hatte gerade Bruce dann im Kopf. Tschüss, ciao, macht's gut. Schönen Abend noch, tschüss. Feierabend. Wie Paul Simon klingt das gerade, ne? Können Sie noch den Paul Song? Paul Simon, nein. Nee, das ist so ein bisschen African-Song. Egal. So, wir sind jetzt im Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder, ne? Bis morgen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Oh, du riechst immer gut. Du muss ich schon sagen. Wir sollen tanzen. Ja, da gibt uns doch mal die Musik rein. Jetzt kommt das Stichwort. Popo wackeln. Bitteschön.